Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Es war Black Friday, es gab einige Surprise-Boxen und da musste ich natürlich zuschlagen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir so ein bisschen, 1, 2, 3, 4, 5 Boxen anzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ihr seht, das Video geht ein bisschen länger. Wahrscheinlich. Ich versuche das hier aber wirklich relativ kurz und knapp zu halten. Deswegen starte ich doch einfach mal direkt. Und zwar, Lethal Cosmetics hatte Mystery Bags. Da habt ihr mich drauf getaggt und dementsprechend habe ich das einfach mal bestellt. Da gab es zwei verschiedene Größen. Ich blende euch die Preise von den Boxen auch jeweils ein. Da starte ich doch einfach mal mit der kleinen Box und bin gespannt, was hier drin sein wird. Das ist ja eigentlich keine Box, das ist ja eine Tasche. Als erstes habe ich hier in der Farbe Haze, glaube ich, ein Plush Lip Cream. Ich meine aber, dass ich die Farbe Ambient ist das, auch schon da habe. Das ist ein sehr dunkler, schokoladenbrauner Ton, der wirklich schön aussieht. Mag ich gerne leiden. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Könnte aber vielleicht für mich ein bisschen zu dunkel sein, weil ich sehr, sehr blass bin. Ne? Dann habe ich hier ein weiteres Tütchen in dem Tütchen drin. Gut eingepackt. Das sind dann wahrscheinlich Lidschatten. Ich hatte gehofft, dass wir jetzt nicht allzu viele Monos haben, weil das für mich etwas schwierig ist. Ich habe hier tatsächlich 1, 2, 3 Mono-Lidschatten drin. Okay, denn ich habe jetzt keine Magnetpalette oder so. Das heißt, die werden auf jeden Fall dann schon mal für nächstes Jahr beiseite gelegt für den Mono-Lidschatten-Adventskalender. Da habe ich einmal die Farbe Magnetic. Das scheint mir ein dunkelblau, fast lila zu sein. Dann habe ich hier einen Ton. Ne, der heißt auch Magnetic. Hä? Hier stehen die Namen gar nicht bei. Oh doch, da. Nee, was? Hier steht wirklich der Farbname nicht mit dabei. Ja gut, ne, das steht hinten nämlich nicht drauf. Bei dem hier steht jetzt Inhabit drauf. Und da hätte ich jetzt gedacht, okay, Inhabit ist dann wohl die Farbbezeichnung. Das ist so ein ganz, ganz hell gelber Ton, den ich gerne leiden mag. Den hatte ich auch mal in irgendeiner Palette schon mal mit drin. Ich habe mir auch die neuen Lidschattenpaletten von Lethal bestellt. Schaut da gerne bei Instagram vorbei. Da heiße ich claudiswelt_. Da möchte ich gerne dann demnächst in dem Reel euch die auch mal zeigen. Dann habe ich hier einen Rotschimmerton. Auch sehr interessant. Echo ist die Farbbezeichnung. Der schaut dann einmal so aus und war auch mit in der kleinen Mystery Box. Und dann habe ich hier noch einen offensichtlich sehr, sehr dunklen Highlighter. Der wird auch nicht bei mir bleiben. In der Farbe Fusion. Ja, man sieht es direkt. Also ich habe eine Face Palette von Lethal Cosmetics. Die kann man sich entweder selber zusammenstellen dort im Online-Shop oder halt entsprechend schon vorgefertigte Paletten nehmen. Ich habe eine vorgefertigte Palette genommen und da ist der Highlighter deutlich heller. Und ich habe auch einen Einzel-Highlighter-Ton, der richtig schön ist von Lethal. Ja, ne? Also ich glaube, dass die erste Bag sich jetzt nicht ganz so gelohnt hat für mich, denn hier habe ich jetzt das letzte Side FX Gel Liner. Das könnte aber tatsächlich etwas für mich sein. B-Grade Analog. Ist dann wohl ein Blautönchen. Den nehme ich jetzt hier mal raus. Ich mag die Verpackung von Lethal übrigens auch sehr, weil es so gefaltet ist, ne? Oh ja, das ist ein richtig schöner Ton. Ich habe auch so ein Grün schon, dunkelgrün von Lethal. Den mag ich wirklich, wirklich gerne leiden. Ist schön. Also auch nicht zu hell, weil wenn du einen zu hellen Ton hast, dann funktioniert es halt auch nicht. Ich weiß nicht, ist es hier mit Gel oder mit... Oh, der ist aber eingetrocknet, Leute. Ja, der wackelt hier richtig drin. Das ist natürlich blöd, ne? Ich meine, dass das auch eins von den Problemen war, die Lethal Gel Liner so haben, dass sie halt recht schnell austrocknen, aber dass der jetzt schon eingetrocknet ist, das ist echt blöd. Okay, ja, und dann hat man halt noch die Tasche. Ja, okay, also die erste Bag hat sich für mich persönlich nicht gelohnt. Dann kommen wir zur zweiten Bag von Lethal Cosmetics. Schauen wir mal, die ist jetzt etwas größer, die war dementsprechend auch etwas hochpreisiger. Okay, das erste, was ich hier drin sehe, ist eine Lidschattenpalette von Lethal. Werden sich vielleicht welche drüber freuen. Ich habe sie damals tatsächlich selber schon aussortiert, obwohl 89 mein Jahrgang ist, Berlin 89. Denn hier hat mir leider die Qualität der Farben nicht ganz so gefallen, wie sie performt haben.
das Ganze ist dann doch jedes Mal recht schmutzig auf meinem Augenlid geworden und das war dann natürlich etwas blöd, ne? So schaut sie aus, klar, schwarz, rot, gold, die klassischen Töne, die man so kennt und dann natürlich noch super viel so Urbanes und so das Schwarz, was mit dabei ist, ist Wunder, also was ja bei Schwarz-Rot-Gold mit am Start ist, ne? Also wirklich eine schöne Palette, aber die werde ich auch dann demnächst mal verlosen oder so, ne? Denn leider nicht, hat mich nicht überzeugt. Gut, Sticker habe ich hier mit dabei. Die waren bei irgendeiner Palette auch mal mit am Start gewesen. Glow-in-the-Dark Stickers. Ich weiß aber nicht, bei welcher Palette das damals der Fall war. Ist süß, werde ich für Julius aufheben, ne? Dass er dann vielleicht sowas bei sich halt einfach hat. Es ist, glaube ich, ganz niedlich. Wird er vielleicht in ein paar Jahren cool finden, ne? Ja, gut. Okay, ne? Aber an und für sich, als erwachsene Frau hätte ich jetzt nicht unbedingt Sonne, Mond und Sterne so gebraucht, was natürlich süß ist mit diesen Sternen. Und ja, ich habe ein Auto, wo eine Sonderausstattung ist, aber das habe ich nicht selber einbauen lassen. Das war meine Stiefmom in dem Opel Adam, den ich halt gekauft habe von ihr, ist ein Sternenhimmel, den kann man halt anschalten. Ja, ne? Das ist halt so ein Add-on, kann man machen, muss man nicht. Hier sind schon wieder Monolidschatten drin und meine Stimme versagt, Leute. ihr merkt das, ne? Leider nicht ganz so mein Fall hier. Oh, hier sind zwei drin. Okay, einmal habe ich hier Inhabit, den hatten wir ja eben schon. Das hat mir irgendwer geschrieben. Und dann habe ich hier die Farbe, steht nichts drauf. Steht wahrscheinlich hinten auf dem Lidschatten drauf. Das ist so ein matter, ganz heller Mauve-Ton, ne? Also, ja. Ja. Wer hat denn hier jetzt geschrieben? Sag mal, was ist das denn hier? Mein Schatz schickt mir ein Foto vom Essen, weil er gerade am Kochen ist, glaube ich. Njom, njom, njom. Ich wollte eigentlich schneller machen. Ja, es sieht wirklich sehr lecker aus, ne? Ja, er hat gerade alles in der Pfanne. Sehr schön. Okay, will mich wahrscheinlich darauf hinweisen, dass es dann gleich Essen gibt. Zwei Sachen habe ich hier noch. Einmal ist das hier in der Farbe Playback auch ein Side FX, also quasi ein Gel-Eyeliner. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob der eingetrocknet ist. Ne, da wackelt jetzt nichts drin. Weiß ich jetzt nicht. Muss ich dann auch mal gucken. Es ist so ein heller Mintton. Auch sehr, sehr schön. Schwierig aber tatsächlich, den kannst du dann wahrscheinlich eher nur so in der vorderen Hälfte verwenden. Oder wenn man halt hier so Akzente setzt oder so. Aber als klassischen Winged Liner ist es ein bisschen schwierig. Vielleicht als Kombination dann zu dem schwarzen oder dunklen Eyeliner, den man sowieso schon hat. Da werde ich ein bisschen mit rumspielen, ne? Mit den Eyelinern hier, sofern sie denn dann nicht komplett eingetrocknet sind, muss ich gucken. Und dann habe ich hier Chimera. Was ist das? Riptide. Weiß ich jetzt nicht, was das ist. Wahrscheinlich ein Lippenprodukt, ne? Sieht sehr, sehr schön aus. Auch mit diesem Rauch, den man da so sieht. Ja. Das ist ein Liquid Lipstick. Schaut einmal so aus und ist auch wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe. Ja, okay. Also das hier wäre jetzt dann die zweite Box. Ich glaube nicht, dass ich mir nochmal eine Lidl Cosmetics Surprise Bag holen werde. Die gibt es ja immer mal wieder, habe ich gehört. Das war jetzt das erste Mal, dass ich mir welche geholt habe. Ich wollte einfach auch selber mal für mich testen, ob es das lohnt, ne? Genau. Nee, für mich leider nicht. Schade Schokolade. Okay, dann machen wir weiter mit Cosmetic for Less. Die haben auch eine Beauty Box rausgebracht. Die war aber auch ruckzuck ausverkauft. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal zusammen rein. Oha, die ist echt prall gefüllt. Man konnte tatsächlich auch das ein oder andere Produkt so Sneak Peek-mäßig sehen. Ich hatte euch das auch auf Instagram geteilt. Wie gesagt, Claudis Welt unterstrich, ne? Und das Erste, was hier drin ist, fühlt sich natürlich an wie ein Gesichtsroller. Blended ist hier am Start. Ich kenne Blended nicht. Blended habe ich jetzt so auch noch nicht auf der Homepage gesehen. Ihr könnt bei Cosmetic for Less mit Claudi 15, das ist ein Code nur für euch, auch immer wieder ein bisschen was sparen, ne? Also 15% auf alles halt. Und so schaut der Roller aus. Es ist ein schöner Jade-Roller, ne? Wenn man sowas noch nicht hat, freut man sich natürlich darüber. Ich habe schon diverse Jade-Roller und so. Und eigentlich, wenn du einen hast, brauchst du nie noch einen zweiten. Ich habe auch ein PMD Rose Quartz Gesichtsvieh, habe ich mal in Kooperation bekommen. Finde ich wirklich großartig. Und da brauche ich dann halt so nicht irgendwie so
Tralafitti. Achso, wir haben hier dekorative Kosmetik und Pflege mit am Start. Okay. Revolution Sensitive Acid Peel Daily Peeling für sensible Haut mit Glykolsäure 5% vegan, cruelty free 30 ml. Aktuell darf ich das leider nicht verwenden, weil ich ja stille. Ne? Da sollte man halt wirklich von solchen Geschichten eher die Finger lassen. Und weil das halt noch nicht so ausreichend an stillenden Frauen getestet worden ist und man dementsprechend keine Langzeiterfahrung hat. Tägliches Säurepeeling kann man verwenden. Ich, ja, müsste das dann zur Seite packen. Ne? Das dauert dann halt noch eine ganze Weile. Glykolsäure ist tatsächlich auch dafür bekannt, ein bisschen entspannter zu sein. Und dementsprechend ist es natürlich auch wirklich für sensible Haut geeignet. Kann ich jetzt halt so nichts zu sagen. Ich denke, dass das aber auch weiter wandern wird. Dann habe ich hier eine Glitter Rose Peel-Off Maske 45 ml von Love. Auch die will weiter wandern. Heute habe ich hier nicht so den Run, ne? Muss ich wirklich sagen. Das ist bislang noch so ziemlich ein Griff ins Klo für mich, aber es war ja auch irgendwo meine Intention zu gucken, lohnen sich überhaupt diese ganzen Black Friday, Black Week Mystery Geschichten. Ich habe noch nie diese Glitter Rose Peel-Off Maske von Love gesehen und jetzt hat Love die Luken geschlossen und haut Restbestände raus. Ja, Peel-Off Maske kann ich nicht verwenden aufgrund von sensibler Haut. Wahnsinn. Die kühlende Maske ist perfekt, um die Haut von abgestorbenen Hautschüppchen zu befreien. Die Glitter Rose Maske pflegt nebenbei noch die Haut und ist feuchtigkeitsspendend. Ja, nett, ne? Dann habe ich hier von Chaya eine Hand and Nail Cream mit Ziegenmilch. Das ist cool. Anti-Wrinkle Prone Skin und trockene Haut. Das finde ich schön. Also trockene und zu Falten neigende Haut. Das sind 80 ml. Das finde ich gut. Das ist ein Produkt, das werde ich auch behalten, das werde ich mal ausprobieren. Und ja, 90% natürliche Inhaltsstoffe, das ist schon mal positiv. So, dann haben wir hier einen Pinsel mit dabei von Leni Brush. Ich liebe die Pinsel von Leni Brush, die sind wirklich gut, der LBE 06 Soft Blender Pinsel. Ich kann euch nur empfehlen, euch wirklich mal die Pinsel von Leni Brush anzuschauen. Das ist eine eigene Marke von Cosmetic for Less. Oder wird halt nur dort vertrieben, ich weiß es nicht, habe die noch nirgendwo anders gesehen. Und wirklich sehr, 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 sehr gute Qualität an Pinseln und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, da haben wir noch zwei weitere Pinsel und zwar ist es der Flat Shader LBE 07, den haben wir hier auch mit dabei. Und den LBE 11 Precision Liner Pinsel, genau, das sind diese beiden auch sehr schön. Aber ich habe mir mal die Komplett-Sets gekauft selber, ne? Und muss wirklich sagen, finde ich klasse. Eine Mascara, die müsste ich auch noch selber haben. Das ist die Everline Cosmetics Extension Volume Professional Makeup. Genau, eine wirklich coole Mascara. Ich bin auch glücklich darüber, dass es nicht die Waterproof-Variante ist. Die ist wirklich toll. Die habe ich auch schon, wie gesagt, da und auch verwendet. Mag ich gerne leiden. Dann habe ich hier von... Irgendwas riecht nach Essen. Ich glaube, das ist tatsächlich das Essen, was mein Freund kocht. Wow. Das zieht hier richtig hoch, Leute. Revolution Pro, der Luster Highlighter Illuminateur in der Farbe White Rose. Da bin ich jetzt natürlich sehr, sehr gespannt drauf. Das Verpackungsdesign sieht sehr hübsch aus. White Rose hört sich auch noch etwas an, was farbtechnisch zu meinem Ton passen könnte. Freue ich mich drüber. Genäbeln wir das hier mal auf. Weil man sich natürlich freut, wenn man sich Produkte kauft oder Mystery-Boxen und dann Produkte drin enthalten sind, die man dann auch tatsächlich nachher verwenden kann und möchte. Ich mag das Design von der Verpackung her mit diesem Glitzer und dass es auch glatt ist, ganz gerne. Doch, den hatte ich, glaube ich, schon mal. Ofa. Schade. Ich meine nämlich, dass der sehr glitzernd war. Ja, auch der möchte dann ausprobiert werden, ne? Aber ich kann jetzt heute, also ich habe gesagt, ich möchte hier versuchen, nicht allzu lange das in die Länge zu ziehen. Deswegen swatche ich die Produkte jetzt auch einfach mal nicht. Dann habe ich hier die Nabla, das war die gespoilerte Geschichte, Read My Mind Palette. Damit hat man nämlich einfach den Preis der Box schon direkt rausgehabt. Das finde ich ganz cool, da habe ich euch hier auch ein Video schon zu abgedreht. Eine ganz, ganz tolle Palette, wenn man halt wirklich mal so eine Nude-Palette ausprobieren möchte oder verwenden möchte, die eine sehr gute Qualität hat, auch sehr interessante Texturen beinhaltet. Ich habe die tatsächlich damals von Purish zugeschickt bekommen. Und da bekommt ihr jetzt aktuell mit Claudies Welt 20 20% auf Nabla. Ne? Also ich glaube, Essen ist gleich fertig. 10 Minuten, sagt er. Alles klar, ich habe noch ein bisschen Zeit, Leute. Genau. Ja,
Genau, da kriegt ihr nämlich 20% Rabatt auf Nabla. So, und dann habe ich hier von Leni Lash noch Lashes. Die sind natürlich sehr interessant in der Variante Live. Die sind nämlich ein bisschen extravaganter. Ich weiß nicht, ihr fragt mich immer mal wieder, ob ich nicht Lust habe, auch mal künstliche Lashes auszutesten. Ich bin halt kein Fan von Lashes, weil ich da einfach nicht mit klarkomme. Zum einen, weil ich sie spüre und mich damit immer echt verkleidet fühle. Und zum anderen, weil ich da einfach nicht so bewandert drin bin, huch, die drauf zu machen. Deswegen, naja, jetzt habe ich euch auf jeden Fall auch die Kosmetik von Lashback gezeigt. Auch die, eben weil ich die Read My Mind Palette schon hatte, hat sich jetzt auch nicht so super krass für mich gelohnt. Ne? Klar habe ich jetzt Produkte zum Verlosen, aber hätte noch ein bisschen, ja, naja, schade Schokolade. Egal, dann habe ich jetzt hier von Charlotte Tilbury mir die Mystery Box bestellt. Die ist immer ziemlich, ziemlich teuer. Da bin ich jetzt mal gespannt, was ich hier drin finden werde. Schönes Verpackungsdesign, definitiv. Dann habe ich zwei Pröbchen, die hatte ich aber ausgewählt. Das ist einmal die Magic Eye Rescue Cream und die Charlotte's Magic Cream. Kenne ich beide, mag ich beide. Ja. Sehr edel, Leute. Ne? Das ist halt Charlotte Tilbury. Bin sehr gespannt, was ich jetzt hier drin finden werde. Cool wäre natürlich so eine große Lidschattenpalette mal von Charlotte. Ich habe bislang nur die Quattros gehabt, aber sieht nicht danach aus, als ob mich das erwarten würde. Man weiß es nicht, aber hier ist auf jeden Fall der Inhalt einmal zu sehen. Vielleicht das hier. The Super Nudes Easy Eye Palette. Okay, also hier habe ich schon mal eine Lidschattenpalette drin. Das ist schon mal cool. Und das ist zwar keine ganz große, aber auch kein Quattro. Wir haben hier 1, 2, 3, 6 verschiedene Töne drin. Okay, das ist so eine kleine Reisepalette. Scheinen längliche Fändchen zu sein. Ja, okay, das ist nicht so ganz meine Welt, aber gut. Könnte ich auf jeden Fall mal austesten, ne? So schaut die aus, wirklich sehr, sehr basic. Aber hier dann noch so ein bisschen was, wenn du einen Day-to-Night-Look haben möchtest und das Ganze etwas dunkler gestalten möchtest. Scheinen fast alle Schimmertöne zu sein. Sehr interessant. Also das möchte ich mal dann probieren, bevor ich jetzt sage, ob das was ist oder nicht. Also mein Freund ist ganz schön hartnäckig. Kann man nicht anders sagen. Ja. Und jetzt ist Dandy Pelletier auch noch live gegangen. Schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Der hat ja einen Twitch-Kanal. Und Dandy Stream Highlights. Da werden die Twitch-Streams immer noch hochgeladen. Ne? Partiell. Dann habe ich hier etwas Großes drin. Was ist das? Take It All Off Infused with Chamomile and Eyebright Extracts. Was ist das? 120 Milliliter. Ist das ein Make-up-Entferner einfach? Okay. Wusste ich nicht, dass Charlotte Tilbury sowas halt auch mittlerweile im Sortiment hat. Ne? Das ist neu. Research Powered Skincare. Mhm. Ja, tatsächlich. Das ist so ein Zwei-Phasen-Ding. Okay. Schade Schokolade, sowas verwende ich ja nicht hier wirklich. Ich mache ja dieses Double Cleansing. Das heißt, ich verwende erst einen Abschminkbalsam und danach verwende ich dann einen Schaumgedönsen. Wobei man das ja auch als ersten Step nehmen könnte. Ist dann halt so, du brauchst da ein Pad und sowas mit dabei. Ne? Das ist dann von der Applikation her ein bisschen was anderes. Joa, hätte ich mich jetzt über ein anderes Full-Size-Produkt wahrscheinlich etwas mehr gefreut. Oh Mann, Claudi, warum meckerst du so viel? Dann habe ich hier einen Pinsel mit drin. Das ist so ein kleines Pinselchen. Mini Eye Smudger Brush. Der ist natürlich super süß. Das ist so ein Pencil Brush. Finde ich aber sehr cool. Habe ich heute auch verwendet. Eben genauso einen Pinsel. Ne? Halt für mein Inner Corner. Da kann man echt schön Highlights mitsetzen. Schön. Dann habe ich hier ein Lippenprodukt, denke ich mal. Matte Revolution Luminous Modern Matte Long Lasting Lipstick in der Farbe Walk of a Star. Mhm. Okay, wenn ich jetzt so mache, mache ich die Verpackung natürlich auch auf. Ne? Ah, das ist immer schwierig, weil ich möchte ja doch manchmal Sachen weitergeben. Also das hier wird einfach ein Lippenstift sein. Ja, aber es ist das 100. Rot, was ich schon habe. Dementsprechend wird das nicht bei mir bleiben. Das wird weiter wandern. Legendary Lashes Volume 2. Oh, Instant Volume and Length Miracle Mascara. Das finde ich cool. Das dürfte die neue Mascara nämlich sein von Charlotte Tilbury. Die wollte ich mir nämlich eigentlich nicht bestellen. Habe ich nicht gemacht. Bin ich gerade froh drüber, weil dann kann ich die jetzt ausprobieren. Und das hier ist jetzt eine Faserbürste. Okay.
Ja, die muss ich auch mal ausprobieren. Charlotte Tilbury ist natürlich super hochpreisig, hochwertig, ne? Fühlt sich auch sehr schwer an. Dann habe ich Brow Fix, ein Clear Brow Gel. Das finde ich auch cool. Auch das wollte ich mir tatsächlich letztens mal kaufen. Deswegen bin ich froh, dass ich das hier mit drin habe. Ne? Ein Augenbrauengel von Charlotte. Freut man sich doch irgendwie drüber. Ist jetzt auch kein besonderes Bürstchen oder so. Ja, mag ich gerne leiden. Schöne Sache, schöne Sache. Dann bin ich mal gespannt auf das dritte und somit, ach Quatsch, das dritte vor allem. Auf das letzte Produkt, was hier jetzt mit drin ist, das ist Tinted Love Lip and Cheek Tint. Okay, das hatte ich auch schon mal. 10 Milliliter. Ich glaube, das habe ich von, jetzt gibt es Essen, wa? 3 Minuten. Ich einfach gerade den Countdown von meinem Freund kriege, ne? Santa Euphoria. Nee, das sieht noch ein bisschen anders aus. Von Maxim hatte ich nämlich mal eins zugeschickt bekommen. Das war mir ein bisschen zu intensiv. Aber hier habe ich jetzt wirklich eins, was sehr, sehr schön aussieht. Auch von der Farbe her sehr passend. Ist ein bisschen kühler. Erinnert mich ein bisschen auch farbtechnisch an den Blush, den ich auch tatsächlich drunter habe. Von Nabla ist es einer. Und ja. Okay, riecht leicht alkoholisch, ne? Ja, wird dann mal ausprobiert, ne? Wie gesagt, Swatchen ist jetzt heute hier nicht mit drin. Doch, also da hat sich jetzt tatsächlich auf den letzten Metern noch die Charlotte Tilbury Box für mich gelohnt. Ja, also auch wenn ich jetzt dieses große Produkt, was hier mit drin war, das Make-up-Entferner-Gedöns nicht verwenden werde, waren hier doch Sachen drin, wo ich denke, die hätte ich mir so oder so gerne gekauft. Also schon praktisch. Und eine schöne Box. Ich bin auch gespannt, ob das in allen Boxen gleich immer drin ist oder ob es da Unterschiede gibt. Und zu guter Letzt habe ich hier die Xmas Bag von dem Glow Shop, also von der Glowcon. Konnte man kaufen, auch das habe ich auf Insta geteilt. Zuallererst haben wir natürlich diesen formschönen Rucksack, den wir ja immer mit dabei haben, wenn wir diese Glow Goodie Bags bestellen. Ne? Die also haben ja ihren Ursprung darin, dass man ja quasi, wenn man auf der Glow ist, eine Goodie Bag bekommt. Und, oh mein Gott, da ist richtig viel drin. Dann haben die halt irgendwann die Möglichkeit gegeben, dass man diese Glow Goodie Bags auch im Glow Shop so kaufen kann. Und wir haben hier immer Produkte, die wir bei DM und so kaufen können, ne? Aber auch halt einfach Sachen, die vielleicht irgendwann mal in den DM reinkommen könnten. Also nicht alles findet man bei DM. Und ich starte mal hiermit und das sieht sehr fancy aus. Invisibobble Perfect Fit Adjustment Perfect. Okay, das ist ein Haarreif. Finde ich total cool. Und das ist ein Haarreif, der auch so Glitzersteinchen mit drin hat. Das habt ihr ja gesehen, diese Strasssteinchen. Ne? Das ist ganz bunt. Ich mag das gerne leiden. Also, weiß ich nicht, das ist jetzt Roségold. Okay, das wird jetzt wahrscheinlich nicht so hundertprozentig zu meinem Schmuck gerade passen. Ich krieg's jetzt auch gerade nicht raus. Aber das nächste Mal, wenn ich roségoldenen Schmuck trage, mache ich mir den mal rein in die Haare. Finde ich persönlich cool, weil ich trage gerne Haarreifen. Dann habe ich hier, das ist nichts für mich, BB trockene Haut Intensivpflege mit Avocadoöl. Das ist eine Gesichtscreme mit 50 Millilitern. Also ich habe damals BB-Creme verwendet, als ich halt noch nicht so eine sehr sensible Haut hatte und als meine Haut noch nicht so bedürftig war. Also BB ist für mich oder in meinen Augen eher was so für nicht ganz so anspruchsvolle Haut. Ich wollte jetzt nicht anspruchslose Haut sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Also bei mir funktioniert es halt einfach nicht. Ich kriege da mittlerweile echt Pickel von. Dann habe ich hier einen Pinsel drin. Ja, auch hier Love, ne? Foundation Buffer Brush. Den habe ich schon da. Finde ich total super. Verwende ich auch gerne. Das, was man halt so ein bisschen bemängeln könnte, der fühlt sich sehr leicht an und manche sagen auch, dass es billig sich anfühlt, ne? Weil das Metall hier unten ist hohl. Ich mag die Pinsel von Love gern, ich verwende sie auch gerne, aber wie gesagt, den hier habe ich schon da und ich brauche jetzt nicht die Pinsel doppelt und dreifach. Ich glaube, ich habe den sogar schon doppelt da. Das heißt, der wird dann demnächst mal verlost werden. Dann habe ich hier UTI Pad Mask. Das finde ich klasse. Die werden auch verwendet werden. Ich verwende gerne Augenpatches. Voll mein Ding. Einfach weil ich das gerne verwende. Ich schlafe jetzt nicht so super viel in letzter Zeit, ne? Oh yes, Loving Nature, hallo, ich bin Coconut. Ja, Lippenpflegestifte habe ich jetzt mittlerweile echt genug da, aber an und für sich sind Lippenpflegestifte jetzt gerade richtig, richtig, richtig cool. Von Smile habe ich hier was drin. Open Your Smile. Das ist so eine,
Ich weiß nicht. Das ist eine Marke. Die sind, also die fertigen Kosmetikprodukte unter einem Private Label oder sowas in der Art. Ich weiß es nicht. Hatten wir jetzt öfters auch schon mal in Goodie Bags drin, ne? Finde ich sehr, sehr crazy. Also einmal etwas, das hatten wir auch in der Glow Bag drin. So ein Lipgloss als Anhänger. Jo, kann man machen. Ist halt pink. Holo pink. Und das klebt hier so drauf. Das ist ein Cream Eyeshadow Pen. Der kommt dann wahrscheinlich auch in die Monolidschatten-Adventskalender-Geschichte. Ne? Das ist diese Farbe. Auch ein schöner Schimmerton. Also ein rauchiges Perlmutt, würde ich mal dazu sagen. Und dann hast du hier noch ein bisschen Informationen zu Smile. Huch, in der Karte. Kannst dann entsprechend den QR-Code scannen. Ja, ist jetzt aber nicht unbedingt, weiß ich nicht. Also ich habe, als ich die Preise letztes Mal recherchiert habe, auch gedacht, okay, die Marke kennst du jetzt so eigentlich nicht. Milch- und Honigtuchmaske von Schäbens, cremige Verwöhnpflege, das finde ich cool. Regeneriert anspruchsvolle Haut, pflegt intensiv und glättet, das ist ja voll was für mich. Also, ne, sowas ist was für meine Haut. Ne. Und dann habe ich hier ein Trockenshampoo von Batiste. Ich glaube, wir haben immer ein Trockenshampoo von Batiste drin. Ich verwende kein Trockenshampoo, es ist eine Originalgröße, grüner Tee und Kamille. Das wird weiter wandern, aber ich werde oft genug nach Trockenshampoos gefragt, bei meinen Freundinnen zum Beispiel. Dann habe ich hier etwas drin, das finde ich schön. Eine Cremedusche Happy Winter mit sanftem winterlichen Duft. Da bin ich ja mal gespannt, ob das jetzt irgendwie nach Orange riecht oder nach Zimt. Nach Orange. Das riecht einfach nach Orange. Muss ich gucken, ob ich das mag? Weil eigentlich bin ich ja eher so nicht so der Orange-Fan, also zitrische Düfte-Fan, aber das riecht eigentlich ganz gut. Und es sieht süß aus mit dem Rentier. Dann Water Drops, das ist toll, das wird behalten. Micro Tea Green Oasis, das kannst du mit heißem Wasser trinken. Das ist mit Zitronengras, Lemongrass und Zitronelle, also grünem Tee. Mhm. Nee. Grüntee Zitronengras. Mensch, Claudi, das steht ja einfach in unterschiedlichen... es ist mit Zitronengras, Lemongrass und Zitronelle. Okay, das heißt alles das Gleiche. Mhm. Nein, es ist mit Grüntee und Zitronengras. Wie es ja auch... Was? Hier steht. Ja, egal. Kannst du heiß trinken und wird dann wahrscheinlich auch ein bisschen erfrischend schmecken. Das finde ich cool. Das mag ich. Ich mag gerne die Micro-Tees. Das hier ist ein Riesenvieh, auch von Waterdrop. Guck mal, wie nett, ne? Das finde ich echt cool. Stainless Steel. Was ist das denn? Was hältst du hier? Sag bloß. Das finde ich geil. Fun Fact. Kurz bevor ich Julius geboren habe, war ich bei meiner Frauenärztin gewesen. Oder ich war irgendwo unterwegs gewesen und hatte dann in so einer Thermoskanne Kaffee drin und hatte das in meinem Auto stehen. Ihr könnt euch ganz genau vorstellen, was passiert ist. Ungefähr 4 Wochen später habe ich mein Auto das nächste Mal bewegt. In der Zwischenzeit sind wir nämlich immer mit dem von meinem Freund gefahren. Und dann hatte ich dieses Ding wiedergefunden, inklusive Inhalt. Und dann habe ich tatsächlich meine Thermoskanne ganz schnell weggeschmissen, weil das war einfach eine tote Katze da drin gefühlt. Also es war sehr flauschig, ne? Boah. Und dann habe ich jetzt hier einfach einen Nachfolger, was ich gerade sehr, sehr geil finde. Und da freue ich mich gerade richtig drüber, weil ich hatte das ständig im Einsatz, immer wieder im Auto auch mit dabei gehabt, ne? Dass ich dann immer für mal eben schnell mir dann auch was mitgenommen habe oder so. Das finde ich cool. Und das kannst du halt mit Kaffee, mit Tee, mit allem, was dir da so gerade unter die Finger kommt, machen. Das ist ein schönes Produkt. So, dann habe ich hier von E+M Blueberry Lip Care Lippenpflege mit Bio-Shea Butter und Beerenwachs. Beerenwachs ist auch interessant. Das ist eine Naturkosmetik-Firma aus Berlin. Aber wie gesagt, Lippenpflege habe ich mittlerweile durch die ganzen Adventskalender echt genug. Ich glaube, hier habe ich jetzt Shampoo und Spülung von. Das ist ja cool. Lang und lebendig. Ein Aufbaushampoo und eine Aufbauspülung. Das verträgt meine Haare vertragen sowas eigentlich echt gut. Muss ich mal gucken, was die dann aktuell dazu sagen. Ne? Ich hatte jetzt eine ganze Zeit, oder jetzt auch aktuell in Anwendung, die Produkte von Grow Gorgeous, die natürlich sehr, sehr hochwertig sind, aber halt auch ein bisschen mehr kosten. Aber die haben meine Haare echt toll gemacht. Also ich habe eine Mähne, ihr schreibt es auch bei Instagram, wenn ich da das euch poste, eine Löwenmähne, richtig krass bekommen. Und ja, genau. Aber auf sowas habe ich natürlich auch tierisch Bock. Ne? Also da schaue ich immer, ja, riecht auch richtig gut.
Ja, dass ich auch aus der Drogerie natürlich schöne Haarprodukte finde. Und eigentlich fahre ich mit Google wirklich gut. So, dann schauen wir mal weiter. Auch das ist eine Haarpflegegeschichte, die ich einfach gerne mag. Got to be Schutzengel 220 Grad Hitzeschutzspray für heiße Styles mit Gloss Finish. Genau, 75 Milliliter. Das hatte ich letztens in irgendeinem Adventskalender auch drin und erinnere mich, dass da als Preis 1,95 angegeben wurde. Deswegen werde ich das hier auch mal mit ansetzen. Immer wenn ich irgendwie Hitzeschutz oder so gebraucht habe, sei es, wenn ich mich föhne oder wenn ich halt, doch vielleicht mal einen Lockenstab rauskrame, ne? Got2B, Schutzengel, mega Institution, würde ich mal so dazu sagen. Dann habe ich hier von Cura Prox etwas drin. Yay, Fun with Cura Prox. Hier sind einfach mal Zahnbürsten drin. Kann man gebrauchen. Werde ich auch zur Seite packen. Wir haben eigentlich beide, also mein Freund und ich, elektrische Zahnbürsten. Aber wir werden die hier einfach zur Seite packen. Zum Beispiel, als ich jetzt im Krankenhaus war, ne, hätte ich die gebraucht. Da habe ich mir selber eine gekauft. Oder wenn man irgendwie dann nächstes Jahr mal verreist oder so. Dann ist sowas ganz gut. Ich weiß gar nicht, welcher. Ultra Soft. Okay, das ist ein guter Härtegrad eigentlich für mich, ne? Die kann ich mir ganz gut für mich vorstellen. Ich verwende halt, wenn ich solche Zahnbürsten verwende, auch eher so sanftere Zahnbürsten, weil ich so eine leichte, freiliegende Zahnhälse-Geschichte habe. Ne? Dementsprechend, ja, immer etwas vorsichtiger unterwegs. Dann habe ich hier von Mercy Handy in Kooperation mit Stranger Things, genau, ein Hand Sanitizer, Handdesinfektionsgedöns mit 30 Millilitern. Kann man immer gebrauchen. Sowas passt auch wirklich thematisch zu so einer Glow-Goodie-Bag theoretisch dazu, weil da bist du ja auch unter Menschen und solltest das verwenden. Ich verwende auch Handdesinfektionsgedöns natürlich ständig. Ist okay. Jetzt haben wir mal wieder eins mit dabei, ne? Haben wir irgendwie ständig. Hier passt es aber halt dann auch irgendwie. Die mag ich nicht. Selfie Project erfrischende Peel-Off-Maske. Habe ich ja schon eben gesagt. Peel-Off-Masken ist nicht meine Welt. Die sind immer so gut gefüllt hier, ne? Diese Glow-Bags. Das kann man nicht anders sagen. Und dann habe ich hier einen Nagellack drin von Trend It Up. Easy and Speedy Nail Polish. So ein schönes, schimmerndes Gold. Das passt natürlich zu diesem Xmas-Thema sehr, sehr gut. Da muss ich mal gucken. Ich habe einen von Annie, den ich sehr, sehr geil finde. Da muss ich mal schauen, ob der vielleicht auch noch irgendwie alternativ. Weil wenn das Regal voll ist, dann ist das Regal voll. Ne? Ich habe da schon drei nebenstehen, die wieder reingeräumt werden wollen. Dafür muss ich aber auch drei rausräumen, Leute. Dann habe ich von Love Velvet Matte Lipstick bei Astrid Rudolph. Okay, ich kenne Astrid Rudolph nicht. In der Farbe 20 Soft Peach. Der wird weiter wandern, weil die matten Lippenprodukte von Love sind leider nicht meine Welt. Das ist mir ein bisschen zu trocken. Und ich bin eher so ein Gloss-Mädchen. Ne? Also ich trage wirklich gerne Gloss, aber bei Lippenprodukten... Also wenn ich die Adventskalender hier auspacke, dann habe ich rote Lippen, dann trage ich auch einen klassischen Lippenstift, aber ich trage sonst im Alltag eher Gloss und wenig Lippenstift. Und dafür habe ich hunderte von Lippenstiften hinter mir. Okay, dann habe ich hier noch als letztes ein bisschen Food drin enthalten. Einmal ein Hafer Porridge Cup. Das ist natürlich lecker. Früchte, das werde ich mir machen mal so als Frühstück, ne? Ist ganz cool. 150 Milliliter, dann kannst du... Oh. Ach nee, das ist Overnight Oats, okay. Hier machst du es einfach mit 125 Milliliter heißer Milch aufgießen, umrühren, fertig ist die Laube. Lässt es ein bisschen quellen, 5 Minuten. Genau, weil dann hast du ein schnelles Frühstück oder ein schnelles Abendbrot. Sowas brauche ich halt aktuell auch, ne? Wenn Julius dann irgendwie morgens vielleicht etwas am Eskalieren ist, dann muss ich es eben schnell haben. Dann mache ich mir eben ein bisschen was in der Mikrowelle als Porridge-mäßig halt fertig oder ich mache es einfach kalt, dass ich mir ein Müsli esse oder sowas oder schmier mir ganz schnell ein Brot. Aber gerade morgens muss es ein bisschen schneller gehen, sonst sitze ich gefühlt um 3 Uhr nachmittags hier noch im Bademantel und das muss ja nicht sein. Ist aber leider oft genug schon vorgekommen. Dann habe ich das letzte Produkt von Shape World. Mag ich persönlich jetzt von der Idee her nicht so gerne. Aber es wird schmecken, ich werde es essen, ne? High Protein, The Original Meal Replacement, ne? Crunchy Shock. Bin ich jetzt nicht so Fan von zu sagen, Mensch, ersetze deine normalen Mahlzeiten mit so einem Vieh, sondern ich bin eher so ein Fan von gesunder, ausgewogener Ernährung und Bewegung, wenn es darauf ankommt, dass man sagt, ich möchte ein paar Kilos runterkommen oder ich möchte ein bisschen straffere Körperkonturen haben.
bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, was dieses Mahlzeitenersetzen angeht. Ich persönlich werde das hier essen, nachts, wenn ich wach werde und ja, Julius gestillt werden möchte. Ne? Und dann habe ich meistens irgendwas, dass ich mir halt was esse, weil ich einfach ständig essen muss und halt sehr viel Kalorien verbrauche. Ja, also hier sind auch so Nährwerte aufgeführt und so. Da muss man natürlich, kann man sich angucken. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viel Kalorien sowas hat. Da muss man dann einfach mal gucken. Ja, macht wahrscheinlich auch super satt. Also da kann ich mir halt auch vorstellen, dass ich mir dann da ein Stück von abbreche und das dann abends esse, nachts esse. Ja, aber damit eine Mahlzeit ersetzen auf gar keinen Fall. Das ersetzt für mich jetzt keine Spaghetti Bolognese oder sowas, ne? Jo, das war jetzt die Glow-Goodie Bag. Also die fand ich persönlich von diesen ganzen Surprise-Bags am besten. Dann auf dem zweiten Platz kommt die Charlotte Tilbury. Auf dem dritten Platz kommt die, dritter Platz vor allem, ne? Auf dem dritten Platz kommt die von Cosmetic for Less. Jo, und die von Lethal Cosmetics waren für mich dann tatsächlich eher so ein Reinfall, ne? Ja, habe ich aber auch ganz schön viel Geld gelassen. Nun, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch irgendwie zugeschlagen habt und euch irgendeine Surprise Bag in der Black Week, Singles Week, Week, Cyber Week gekauft habt und welche das war, wie sie euch gefallen hat. Ob ihr die empfehlen könnt, weil ich finde einfach dieses Sparwissen hier in der Community immer ziemlich cool. Denn ich kann ja immer nur so im Rahmen meiner Möglichkeiten kaufen und zeigen. Ne? Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem Unboxing der ganzen Surprise Mystery Bags, Boxen aus diesen diversen Zeiten. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings von Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!